Den Alleswissen-Medizinschrank, der sichere Aufbewahrungsort für all die Mittel, die man im Ernstfall benötigt. Wie immer löse ich am Ende der Sendung auf. Viel Glück. Der Gesetzgeber hat es vorgeschrieben. Ab September gibt es im Handel keine klassischen Glühbirnen mehr, die über 45 Watt verbrauchen. Die 60-Watt-Birne ist somit tot. Die Alternative sind Energiesparlampen. Gut fürs Klima, aber sie brauchen Quecksilber, um zu leuchten. Und dieses Quecksilber ist hochgiftig. Was passiert, wenn so eine Lampe runterfällt und zerbricht? Das kann ja mal vorkommen, aber verteilt sich da nicht das giftige Schwermetall in meiner Wohnung? Die Energiesparlampe, der neue Umweltliebling. Denn sie spart sehr viel Strom. Bis zu 80% im Vergleich zur Glühbirne. Allerdings brauchen Energiesparlampen Quecksilber, um Licht zu erzeugen. Winzige Mengen, aber hochgiftig. Im Normalfall kein Problem. Das Quecksilber ist fest verschlossen in der Lampe. Aber was, wenn eine solche Lampe kaputt geht? Wie gefährlich ist das für uns? Das wollte das Umweltbundesamt wissen und hat eine Studie in Auftrag gegeben. Wie wirkt Quecksilber im menschlichen Körper? Quecksilber ist ein Gift, das im Körper gesundheitsschädigend wirkt, insbesondere Gesundheitsschäden im Gehirnbereich auslösen kann und das insbesondere in der Entwicklungsphase, also bei Kleinkindern beispielsweise. Deshalb lautet die offizielle Empfehlung bei Lampenbruch sofort das Fenster auf, Heizung oder Klimaanlage abstellen und den Raum erst nach 15 Minuten wieder betreten. Beim Reinigen das Fenster offen lassen und Gummihandschuhe tragen. Keinen Besen oder Staubsauger verwenden, stattdessen die Glassplitter mit Karton zusammenkehren. Mit feuchten Papiertüchern wischen und die Reste in ein luftdicht verschließbares Gefäß tun. Das muss zum Recyclinghof. Der Karton kann in den Hausmüll. Grundlage für die Empfehlungen ist eine amerikanische Studie. In der Main-Studie wurde getestet, was passiert, wenn Energiesparlampen mit Quecksilber, mit Flüssigquecksilber zerbrochen werden, und zwar im beleuchteten Zustand. Und es wurde dann gemessen, wie sich die Innenraumluft, und zwar auch in unterschiedlichen Höhen, also bodennah und etwas höher, im Laufe der Zeit dann verändert. Das war die Grundlage für die Empfehlungen, die bislang galten. Für Quecksilberbelastungen gibt es Richtwerte in Deutschland. Ab 0,35 Mikrogramm pro Kubikmeter Raumluft muss gehandelt werden. In der amerikanischen Studie lag die Belastung beim unsachgemäßen Aufräumen sogar bis zu 100-fach darüber. Wie hoch ist die Belastung bei deutschen Lampenmodellen? Das Umweltbundesamt will Klarheit. Es beauftragt das Fraunhofer-Institut in Braunschweig. Hier gibt es die Geräte und das Wissen, um solch feine Messungen durchzuführen. In einer ersten Studie werden im Dezember 2010 zwei Lampenmodelle getestet. Und zwar in dieser Kammer. Hier können die Forscher genau steuern, wie viel Luft rein und raus darf. Sie simulieren ein gut belüftetes Zimmer. Die Energiesparlampe leuchtet für eine Stunde. Dann wird sie abgeschaltet. Durch den Betrieb ist das Quecksilber gasförmig geworden. Jetzt zerschlagen die Wissenschaftler die Lampe. Sie wollen wissen, wie hoch ist die Belastung im schlimmsten Fall, wenn niemand die Scherben wegräumt und das Fenster zubleibt. In bestimmten Abständen messen die Forscher. Das Ergebnis? Nach 5 Minuten übersteigt die Quecksilberbelastung den Richtwert um das Fünffache. Bei einer der beiden Lampen liegt sie nach 30 Minuten sogar 20-fach darüber. Welche Lampen sind denn unbedenklich? Also es gibt leider nicht die guten und die bösen Lampen. Alle diese Lampen setzen Quecksilber frei. Und es ist auch nicht so, dass man aufgrund des Aufdrucks, dass die Lampe so und so viel Quecksilber enthält, wissen könnte, ob sie das auch freisetzt. Das ist unabhängig davon. Auch eine Lampe mit einem kleinen Quecksilbergehalt kann also durchaus nennenswert Quecksilber freisetzen. Um noch genauere Ergebnisse zu bekommen, beauftragt das Umweltbundesamt eine zweite Studie. Schließlich wurden bisher nur 2 Lampentypen untersucht. Diesmal werden 4 Lampentypen getestet. Auch hier werden die Richtwerte überschritten. Die genauen Ergebnisse werden aber erst demnächst veröffentlicht.
Aber sollten wir der eigenen Gesundheit zuliebe zurück zur Glühbirne? Nein, das ist sicherlich nicht vernünftig. Die Glühbirne, die alte Glühbirne, verschwendet in großem Umfang Energie. Gleichwohl muss man natürlich Bruch von Quecksilberlampen vermeiden. Wenn es doch passiert, es bleibt bei der Empfehlung, zunächst 15 Minuten gut lüften. Erst dann den Lampenbruch entfernen. Das sollte die Quecksilberbelastung im Raum auf ein Niveau senken, bei dem keine Gesundheitsgefährdung zu befürchten ist, bestätigt die Studie des Umweltbundesamtes. Insgesamt erwarten wir von der Industrie, dass sie auch bruchsichere Energiesparlampen auf den Markt bringt. Und mit einer längeren Perspektive ist es sicherlich vernünftig, auch ganz auf Quecksilber zu verzichten. Eine kaputte Energiesparlampe birgt kein akutes Gesundheitsrisiko. Allerdings reichert sich Quecksilber im Körper an. Deshalb jede Belastung vermeiden. Wer ganz sicher gehen will, eine Lampe mit Bruchschutz nehmen. Bei ihr geht nur die Schutzummantelung kaputt. Also besonders vorsichtig damit umgehen und am besten auf die bruchsicheren Varianten zurückgreifen. Kommen wir zu einem anderen